Alter, Pro Rider, vielen, vielen Dank. Dankeschön für 20 Euro. Ich kann es leider nicht lesen. Es tut mir leid, ich kann es nicht lesen, weil ich kann nicht lesen. Nee. Ne? Also, vielen, vielen Dank für deine 20 Euro. Dankeschön. Knöpfe aus. Ja, genau, die Knöpfe wollte ich noch machen, genau. Aber die, ja doch, die kriegen wir da oben auch hin. Das geht. Jetzt machen wir mal von innen die Etagen. Was machen Sie hier, junger Mann? Was ist eigentlich aus deiner Brille geworden? Ich muss jetzt endlich mal eine neue Brille kaufen. Meine wird langsam echt ein bisschen matt, sondern meine Brille ist so langsam, ja, da sind mittlerweile Flecken drauf, die komischerweise nicht mehr weggehen. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Keine Ahnung. Auf jeden Fall gibt sie langsam den Geist auf. Jetzt ist natürlich auch noch die Frage, was speckig? Nennt man das so? Ich glaube ja. Du trägst sie ja nie. Nee, ich brauche sie ja auch eigentlich nur zum Autofahren. Ich brauche die ja sonst eigentlich gar nicht. Und ich habe auch mittlerweile Kratzer dran. So, ich mache das hier mal weg. Urin, WD-40, Flecken. Ja, genau das. Genau das. Weißt du? Ja. Blind! Danke, Papa Bär. Blind wird die, genau. So nennt man das. Also da, wo ich herkomme. Bei manchen Leuten aus dem Chat nennt man das scheinbar wirklich Kacke, Flecken. Ja. So. Zum Autofahren, damit du beim Blitz nicht erkannt wirst. Ja, genau. Ich habe immer so eine Blitze auf. So eine Blitze, genau. Ich habe immer so eine Brille auf mit so einer Nase und so einem Schnurrbart, weißt du? Und ich gucke dann extra immer noch in den Blitzer rein. Ach ja, Essen, genau. Hier. Da muss noch ein Holz rein. Und bei Gelegenheit noch eine Tür. Jetzt kommen die Etagen. Ich überlege gerade, wie wir das mit der Treppe machen. Ich möchte eigentlich ungern wieder so ein Ding machen wie bei der Mühle. Weil wir da drin eigentlich genug Platz haben, eine Treppe zu bauen. Ja, eigentlich sind wir fast gezwungen, die Treppe auf irgendeiner Seite zu machen. Ach. Es ist nur die Frage, auf welcher Seite. Die machen. Und aus welchem Holz vor allem Ding? Hallo. Eine Spirale, aber wir können halt kein Geländer außenrum machen, ne? Das heißt, wir werden Gefahr laufen, immer wieder die Treppe runterzufallen. Oder wir machen sie an der Wand in der Ecke. Das können wir natürlich auch machen. Das würde auch gehen. Warte mal, Holzbretter. Haben wir hier irgendwie Holztreppen? Türen, Holzslabs, Holztreppen. Da. Fichten. Ja, wir haben eigentlich die meisten. Ach, können die mal Fichte. Scheiß doch drauf. Lass Fichte nehmen, voila. Haben wir noch Andesit? Nee. Puh. Einfach die Gerüste stehen lassen. Ja, oder so. Das ging natürlich auch, ne? In der Mitte Spiral nach oben. Da ist, wie gesagt, das Problem. Ich mache hier gerade mal, ich mache hier mal den hier. Da ist halt leider das Problem. Sensei Kawaii, dankeschön für deinen Twitch Prime Sub. Da ist das Problem, dass wir halt kein Dings machen können. Kein Geländer. Ja, der hört auch zu, siehste. Deswegen wäre jetzt meine Überlegung gewesen, wir machen es einfach hier. Schmutzig und dreckig, wie wir sind. Da
müsste wahrscheinlich ein Holzblock hin, ne? Ja, ob das was wird, ich weiß ja nicht. So, und dann... Hier auch nochmal zwei nach oben. So könnten wir es machen. Theoretisch gesehen. Glaube ich. Glaube ich. Ich mach mal die Etage rein. Und da gucken wir nochmal. Ich sträube mich ja ein wenig vor dem Innenausbau, ne? Muss ich sagen. Ich sträube mich ein bisschen. Aber vielleicht kann man da ja noch ein bisschen was lernen. Mal gucken. Okay, das bisschen Andesit, was wir hier noch haben, wird nie... Ach, wir haben ja noch ein 64er-Stack. Okay, alles klar. Erstmal Fenster, dann weiterschauen. Ja, ja, ja. Die Fenster. Die Fenster. Das ist ja so eine Geschichte, ne? Wie die Fenster. Das ist so eine Geschichte, du, nicht? Haben wir noch eine Tür dabei? Ne, haben wir nicht. Aber wir können die Tür hier wegmachen. Und können die da vorne hinsetzen. Moin. Guten Tag. Bitte klingeln. Sieht komisch aus, warum? Sieht es komisch aus. Huch. Ist halt eine Treppe. Treppe direkt an der Tür. Ja, gut. Wir können die auch in die Ecke da hinten machen. Das würde natürlich auch gehen. Die muss jetzt nicht hier bleiben. Aber ein Treppenhaus ist doch auch direkt in der Tür, wenn man dann, also beim Haus jetzt, oder nicht? Dachte ich, oh Alter, dachte ich. Also ich kenne viele Häuser, wo direkt an der Tür eine Treppe ist. Deswegen habe ich das jetzt, dachte ich jetzt, das ist normal. Wir könnten das auch hier in die Ecke machen. Wir gucken mal. So. So. Das Problem ist, wir werden hier immer irgendwie eine Treppe haben. Das ist das Ding. Wir werden hier immer irgendwo eine Tür haben. Wenn wir es jetzt hier hoch machen, dann haben wir hier auch eine Tür. Halt, aber eben, ich glaube, ich weiß auch, was Kati meint. Wir haben den Aufgang dann hier oben. So. Alles nicht. Are you kidding me? So. So besser, oder? Oder wir machen halt eine gerade Treppe an die Wand, was aber wiederum mit Fenstern scheiße wird. Ja doch, okay. Machen wir so. Passt. Passt. Bam, 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 kommst du hier hoch? Wie gesagt, wir müssen halt gucken, sonst können wir hier keine Fenster an diese Seite machen. Und das sieht dann, das ist dann auch wieder kacke, verstehst du? Das ist auch scheiße dann. Piep, 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 piep. Ja, passt. Geht. Geht. Jetzt die Sache mit den Fenstern. Da bin ich mir ja komplett unschlüssig, ne? Machen wir längliche Fenster? Machen wir nur ein Fenster immer? Boah, das ist... Das ist natürlich das Problem bei der Dreierhöhe, ne? Oder machen wir längliche Fenster? Was würdet ihr machen? Markus mit K, ich grüße dich.
Und Hanni DTF, Dankeschön für dein Twitch Prime. Dankeschön. Wie hast du es denn sonst im Haus? Sonst im Haus haben wir bodentiefe Fenster. Es ist schon wieder dunkel draußen. So, wir haben hier diese Bodentiefen halt, ne? Das heißt, müssen wir damit eigentlich auch weitermachen. Wir haben diese Zweierfenster hier. Hier glaube ich auch, ne? Gut, hier haben wir ein Dreierfenster in der Mitte, wegen gut gebaut. Genau, zwei breit, drei hoch. Ja, ich glaube auch. Wir gucken einfach mal. Wo wären das dann? Warte mal, das wäre dann... Eins, zwei. Das wären dann immer zwei Fenster. Oder eins in die Mitte. Was meint ihr? Was ist besser? Weil das sind halt dann schon ziemlich viele Fenster, ne? Okay, Löcher erstmal machen ist... Ich hab die scheiß Silk Touch, Mann. Wo ist die? Wo hab ich die? Ich glaube, ich hab die hier unten, hab ich irgendwo, ne? Ach nee, die hab ich sogar hier. Nice. Pass auf, wir machen an dieser Seite hier. Oh. Toll. So. Mach ich das nochmal zu. Und an dieser Seite hier machen wir ein Fenster in die Mitte. Was dann allerdings, glaube ich... Nee, komm, ich mach erstmal die Treppe. Ich mache erstmal die Treppe zu Ende, bevor ich jetzt wieder die nächste Baustelle anfange. Besser ist das. Wo ist denn da die erste Stufe hier? So. Kommen wir dann unten überhaupt noch durch? Okay. Passt. So. Lock. Reicht das dann auch? Oh, das ist ja Millimeterarbeit hier. Heilige Maria. Ich bin beeindruckt. Ah, nee, das wird nicht klappen. Ihr habt recht. Markus, Alter, vielen, vielen Dank. Dankeschön für 10 Geschenksabs sind das, glaube ich, ne? Ich glaube, 10 sind das. Vielen, vielen Dank, Markus, Alter. Danke, danke, danke. Liebe geht raus. Dankeschön. Haben wir noch genug Holz? Ich guck mal, ob wir unten noch Treppen haben. Vielen, vielen Dank, Markus, Alter. Liebe geht raus. Treppen. Ich will es nur probieren, ja. Ich will es nur probieren. Einfach nur für mich selbst. Okay. Es klappt nicht. Also doch eine Spirale, aber in der Ecke hier eine Spirale. Oder die Spirale müsste dann aber in die Mitte, ne? Das Problem ist... Das nimmt aber dann einfach zu viel weg. Verstehst du? Zu viel Platz nimmt das in der Mitte weg. Ach so, du meinst jetzt einfach dann hier so weiter? Oder wie? Also, dass wir quasi einmal um die Räume rumgehen, oder wie? Alles klar, okay. Okay, okay, okay. Das Ding ist, die müssten wir dann aber auch wieder hier ansetzen, ne? Das könnte ein bisschen... Wobei, nee, geht. 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 Kann man machen. Ich meine, mega die großen Räume wären das sowieso nicht, ne? Also...
Da brauchen wir uns überhaupt keine Hoffnung machen. Ob wir die unteren Dinger hier noch lassen, weiß ich noch nicht. Vielleicht machen wir doch irgendwas anderes hin. Ne? Das weiß ich noch nicht. Ich mach's nur erstmal hin, um zu gucken. Was soll denn da drin überhaupt sein? Ich weiß es noch nicht. Mal gucken. Kein Plan. Wie ich bereits zu sagen pflegte, ich habe ein wenig Angst vor dem Innenausbau. Wir schauen einfach mal, was wir da hinmachen. Eine Schlachtbank oder so. Für Gäste. So. Und dann geht's hier hinten nochmal weiter. Dann kommen wir schon in die vorletzte Etage. Wobei ich noch nicht weiß. Müssen wir mal gucken. Als Fleischzimmer. Das gute alte Fleischzimmer. Bin ich jetzt richtig? Ja. Fleischzimmer war lustig damals. Schade, dass wir es nie richtig zu Ende gebaut haben. Dürftest du heute aber auch nicht mehr senden, heutzutage. Nein, es fehlt genau einer. Was? Das kann doch nicht sein. Es fehlt genau einer. Ich raste aus. Okay, es fehlen sogar zwei. Macht das Ganze nicht mehr ganz so traurig. Aber es ist immer noch scheiße. Haben wir hier noch irgendwo? Oh. Okay, da fehlt noch eine Etage. Ja, wobei ich bei der noch nicht weiß, ob wir die nicht einfach so lassen und da irgendwas Cooles hinbauen, irgendwas Großes oder so. Ich weiß es noch nicht. Aber, wie viele haben wir noch? Das, was wir noch haben, wird niemals, nein, das wird niemals nur für eine Etage reichen, glaube ich. Das wird niemals für eine Etage reichen. Das ist auch falsch, was ich hier gerade machen will. Oh, warte mal. Nee. Das wird ja dadurch nicht mehr. Das wird ja wieder nicht mehr dadurch. Scheiße, ey. Das ist doch kacke. Okay, das mit den Treppen war echt eine nice Idee. Liebe geht raus an den Chat an dieser Stelle. Dankeschön, das war nice. Kurz im Strahl. Wobei. Ja, mal gucken. Ich lasse das mal. Ich lasse das mal so. Wir gucken einfach mal, ob wir hier oben das vielleicht so groß lassen. Vielleicht doch so eine Art Bibliothek hier oben reinmachen oder doch irgendwas anderes. Ich weiß es nicht. Hellflynn. Es ist Hellflynn. Juhu.
Lass mich kurz orientieren, auf welcher Seite unserer Borg sind wir hier eigentlich gerade? Wir versuchen nach außen, also nach hier in diese Richtung mal. Das große Fenster zu machen. Wobei ein Stück davon wahrscheinlich dann verdeckt wird, ne? Von der Treppe. Aber es ist in dem. Es ist jetzt mal egal. Da scheißen wir jetzt mal drauf. Wir gucken mal, wie ein großes Dreierfenster aussehen würde. Tobias, das, was du da gerade probierst, bringt sehr viel, weil das sieht man von außen dann wunderbar, weißt du? Das ist gut, was du da gerade machst. Okay, es wird gar nicht verdeckt. Wunderbar. Egal. Wobei die halt schon ziemlich groß sein werden dann, ne? Die werden sehr groß sein. Aber wir gucken mal. Ich mach's mal oben drüber noch. Damit wir zwei Etagen mal zum Vergleich haben. Und dann könnten wir uns theoretisch gesehen auch über eingefärbtes Glas unterhalten. Ich wäre jetzt bereit, mal diesen Schritt zu gehen, Glas zu färben. Krass, oder? Weil neues Jahr ist, weil wir 2020 haben. Bin ich jetzt mal bereit. Ja, klar, ich bin auf dem Weg. Elflün, warte. Heftig. So, ich liege. Ja, ich mach mal an die eine Wand noch diese Dreierzimmer. Warte. Diese Dreierfenster, meine ich. Boah, ist das hell hier drin. Geil. Die mache ich mal hier hin. Also, 1, 2, 3. Also hier. Nein! Hier. Und hier. Das gleiche hier unten auch nochmal, wobei das dann wieder mit der Treppe doof wird, ne? Das wird hier wieder doof, aber wir machen es trotzdem mal, um einfach uns zu sehen. Dann hier. Was für eine Idee? What are you talking about? Forks? Hui, das war knapp. Also, der Treppe gelesen. Bitte mach die Steine wieder. Die sahen echt gut aus als Träger. Achso, ja. Können wir gleich wieder machen. Ja. Was machen wir nu? Also, ich glaube, komplett wegfallen, glaube ich, die Dreierfenster, oder? Schön, ne? Habe ich gut gebaut, ne? Einer sehen super aus, ja, ne? Für die Zweier. Ja, ich glaube, ich fand die jetzt, glaube ich, auch am nicesten, muss ich sagen. Also die hier, ne? Okay. Ja, lass die Zweier nehmen, komm. Die sahen schon geil aus, glaube ich.
Ich fand die 2er jetzt auch nicht schlecht, muss ich sagen. So. Fangen wir doch direkt mal hier an. Was macht doch eine Mischung? Okay, meint ihr vielleicht, sollen wir vielleicht... So, lass mich kurz überlegen. Vielleicht hier vorne raus Dreierfenster und hier an der Seite die Zweier?